Das Gelände habe ich schon ab und zu verlassen. Und es hat mir immer viel Spaß gemacht, aber es stimmt schon, ich war insgesamt 27 Jahre in Stuttgart und es war eigentlich eine schöne Zeit. Ja, jetzt sind Sie in Nürnberg seit knapp 5 Wochen und helfen da im Abstiegskampf. Ich nehme an, das geht schon ein bisschen an die Nieren, an die Nerven. Sie haben sich gut eingeführt, gleich mit einem Sieg, 3-2 in Bochum. Ja, es war sehr wichtig. Es war ein Neuanfang und wir haben das erste Spiel gewonnen und das war eben auch jetzt wichtig. Es gibt eben für den Club momentan nur wichtige Spiele und entscheidende Spiele, dass wir uns eben die Möglichkeit offen lassen, den Klassenerhalt zu schaffen. Aber es ist eben auch gerade in den letzten Wochen nicht immer so gelaufen, wie man sich das vorstellt. Es gab ja sehr viele Probleme auch im Umfeld und manchmal hat man wirklich gedacht, es ist wie verhext. Und so war Lambert Dinzinger am Wochenende eben in Nürnberg und war dann am Ende auch der Meinung, hoppla, hat das mit Hexerei zu tun oder was, dass das auf einmal so gut klappt, 3-1 gegen den HSV? Das ist das Hexen-Einmal-Eins. Vielleicht war es Hexerei. Wer weiß. Fest steht nur, dass Torhüter Richard Goltz bereits nach 2 Minuten einen folgenschweren Fehler beging. Das ist das Hexen-Einmal-Eins. Hansi Dorfner verhexte Richard Goltz. Und Uwe Wolf verzauberte die Nürnberger Fans. Wir haben ja uns heute alle 1000%ig konzentriert, wie gesagt. Und wir haben gesagt, heute müssen wir unbedingt gewinnen. Wenn wir heute gewinnen, steigen wir zu 90% nicht ab. Und dann hat jeder alles gegeben. Jeder wieder innen, so eine Katastrophe. Ein Geheimnis war sicherlich die kämpferische Einstellung. Dieter Eckstein spielte trotz Leisten- und Oberschenkelbeschwerden. Medizinmann Rainer Wirsching verordnete als Therapie Tore schießen. Riesenvorlage von Rainer Wirsching. Ich weiß überhaupt nicht, ob er mich gesehen hat. Auf jeden Fall, der Ball ist mir genau auf den Fuß gefallen und war wirklich super gemacht von ihm. Das ist das Hexen-Einmal-Eins. Es ist mir eigentlich erst gekommen. Ich habe ein bisschen ungünstigen Winkel gehabt und habe dann geguckt. Und der Ecker ist super reingelaufen. Und dann war es klar, dass es die Chance wesentlich größer ist, wenn ich das Ding abspiele. So wäre es ein spitzer Winkel gewesen. Wäre zwar auch noch einigermaßen günstige Schussposition gewesen, aber so war sicherlich besser. Magier und Regisseur Hans Dorfner war der Ausgangspunkt dieses außergewöhnlichen Angriffs. Marc Oechler, trotz viel Beschäftigung, ideenreich. Intelligent, Rainer Wirsching. Und treffsicher, Dieter Eckstein. Freudetrunken, die Fans. Einziger Wermutstropfen, das Thema Lizenzentzug. Verweigert der DFB dem 1. FC Nürnberg die Bundesliga-Spielberechtigung für die nächste Saison aufgrund der hohen Verschuldung ein düsteres Bild. Es ist so, dass wir mit dem DFB gesprochen haben. Und heute um 13 Uhr habe ich von Hans Ehrt, das ist ein Mitglied des Liga-Ausschusses und ehemaliger Präsident des 1. Fußballclub Nürnberg, ganz klar die Aussage bekommen, dass der Gutachterausschuss eine endgültige Beurteilung der Unterlagen, der Frage der Lizenz vom 1. FC Nürnberg überhaupt noch nicht abgegeben hat. Das geschieht frühestens zu Beginn der kommenden Woche. Offiziell ist also noch gar nichts. Dennoch ist der Schuldenberg enorm und bei einem sportlichen Misserfolg nahezu erdrückend. Umso verständlicher die weichen Knie der Clubbosse nach dem harten Schlag durch Dietmar Beiersdorfer. Ausgerechnet ein Franke in Diensten des HSV erzielte den Anschlusstreffer. Trainer Schock erhielt die gelbe Karte wegen Nichtjubelns. Vielleicht war er auch nur verhext, ebenso wie seine Spieler, die nur bei Freistößen und Eckbällen die Nürnberger verunsicherten. Ansonsten zog Hansi Dorfner alle in seinen Bann. Seine Übersicht, seine Pässe, einfach traumhaft. In spielerischer Hinsicht hatten die Hamburger nichts entgegenzusetzen. Ich habe ja nicht das erfüllt, was man in mich gesetzt hat bis jetzt in den letzten Spielen. Ich habe Probleme gehabt mit Verletzungen. Ich habe das jetzt mittlerweile dank sehr guten ärztlichen Betreuung habe ich das jetzt auskuriert und habe halt das erste Mal so richtig schmerzfrei spielen können. Habe mich auch vor dem Spiel noch mal behandeln lassen. Und das ist einfach ausschlaggebend, wenn man keine Verletzung hat, dann kann man halt auch die Leistung bringen. Aber ich muss sagen, ich habe natürlich heute auch die Unterstützung gehabt von der Mannschaft. Die sind heute gerannt, das ist halt einer für den anderen gekämpft. Ich habe einen Ball bekommen und dann habe ich 2, 3 Anspielstationen gehabt. Und das ist natürlich das Wichtigste, weil sonst
was will ich machen, wenn keiner läuft? Da kann ich auch meine Pässe nicht spielen. Ich habe mir sehr unter Druck gesetzt die ganze Woche über. Ich habe mich sehr gut vorbereitet auf das Spiel, weil ich habe gesagt, das ist mein wichtigstes Spiel überhaupt in der ganzen Karriere. Weil wenn wir heute verloren hätten, dann wäre es wahrscheinlich vorbei gewesen. Und so haben wir gewonnen und jetzt bin ich mir sicher, dass wir auch noch auf den 15. Platz kommen. Und, aber wie gesagt, man muss die ganze Mannschaft loben und man muss auch vor allem das Publikum loben. Weil wenn man das heute gesehen hat, wie wir unterstützt worden sind, es ist eigentlich selten, dass man solche Fans noch in Deutschland findet. Hansi Dorfner war auch der Wegbereiter zum alles entscheidenden 3:1. Marc Oechler bedankte sich für das gute Anspiel wohl auf die beste Art und Weise. 4 auf einen Streich verhexte Hansi Dorfner. Marc Oechler, der Torschütze, ein Beispiel für die sprunghafte Leistungsentwicklung der Nürnberger. Aber was steckt dahinter? Ein neuer Teamgeist? Plötzlich wird brüderlich geteilt. Aber warum nur? Das ist das Hexen einmal eins. War auch Schiedsrichter Prengel verhext, als er nach diesem Zweikampf zwischen Eckstein und Kober auf Strafstoß entschied? Wer weiß. Libero Jörg Dittwar wollte nicht und Eckstein traf nicht. Schade, denn das Torverhältnis ist gerade im Kampf gegen den Abstieg oft mitentscheidend. Dennoch war Wirbelwind Eckstein einer der Besten. Ja, welchen Anteil am Erfolg hat nun Willi Entenmann? War es nur eine Eintagsfliege oder Hexerei? Der Abstiegskampf ist wohl erst am letzten Spieltag endgültig entschieden. Hoffentlich können die Fans dann auch so jubeln. Aber ich bin davon überzeugt, denn die Erfolgsformel ist ja jetzt bekannt. Das ist das Hexen einmal eins. Schein.